Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen spukigen Set. Wie ihr, glaube ich, schon bemerkt habt, sind wir derzeit auf der Hidden Side Welle mehr oder weniger ungewollt. Irgendwie finden wir einfach so viele Sets so toll von dieser Serie, dass wir es, glaube ich, ein bisschen übertrieben haben mit dem Shoppen, aber es gibt Schlimmeres. Das kann schnell mal passieren. Wir tragen heute übrigens beide unsere neuen Dots-Armbänder. Da habt ihr sicher schon das Video gesehen. Und wir haben heute Nachmittag mal diesen Geisterjahrmarkt aufgebaut und mit da, 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 da. Der Set Nummer 70432, genau. 466 Teile. Das hier ist die Anleitung. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal und zeigen euch die Minifiguren dieses doch sehr coolen Sets. Mhm. Wir starten wie immer zuerst mit den Figuren, die wir verspuken können. Ich weiß noch immer nicht das Wort. Vielleicht schreibt ihr es unten in die Kommentare. Ich vergesse es jedes Mal. Ja, die werden irgendwie verzaubert oder vergeistert. Wir wissen es selbst nicht. Und ich starte auf jeden Fall mit denen, denn dann habe ich Zeit, die ein bisschen umzubauen. Was haben wir hier? Wir haben hier zwei Clowns. Die haben auch, habe ich auf der Schachtel gesehen, sogar Namen. Okay. Lass mich mal zu kurz die Verpackung nochmal hervorholen. Und zwar der Kleine ist Jimbo Loblo und der Große nennt sich Terry Pop, also auch bei Hidden Side. Wir haben ja schon gewusst, dass... Terry Top. Was habe ich gesagt? Terry Pop. Oh, Entschuldigung. Also nicht nur die Stars von Hidden Side haben Namen. Wir haben hier Jack, wir haben JB und natürlich auch Parker mit dabei. Aber nicht nur die haben hier jetzt Namen, sondern auch sogar die Angestellten des Vergnügungsparks. Hier die drei Protagonisten sind wieder relativ klassisch. Wir haben Spencer, den Geisterhund, diesmal nicht mit dabei. Aber sonst gibt es hier keine großartigen Überraschungen. Das Einzige, was ich gesehen habe, was vielleicht neu ist, ist hier dieses Kapuzenteil von unserem kleinen Freund hier, was man so wie eine Halskrause zwischen den Torso und den Kopf steckt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also das sieht so ein bisschen aus wie ein Rucksack, wenn es nicht am Körper angebracht ist. Denn das letzte Mal hatte er, also bei manchen Sets hatte er ja die Kapuze direkt auf, über der Kappe. Und bei einem Set hatte er nur den Pullover an, aber ohne Kapuze. Ganz oder genau. Wir haben das Teil verschlampt. Also hier, ja, es kann natürlich sein, dass wir das irgendwo vergessen haben. Hier seht ihr jetzt nochmal die Wendegesichter. Das heißt, jeder von den drei Charakteren hat ein lustiges und ein eher traurigeres oder erschrockenes Gesicht. Und hier seht ihr auch jetzt dieses Teil ein wenig besser, was diese Kapuze hier darstellen soll. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Wie gesagt, da ist ja eigentlich meistens wenig Abwechslung geboten bei den Hauptcharakteren der Hidden Side Sets, aber das ist eigentlich ganz nett so. Und während du die Figuren fertig präparierst für unsere Zuschauer, hier noch einmal ein kurzer Blick auf den Oberkörper von JB, also dieses T-Shirt oder dieses, was ist das eigentlich? Ja, ich glaube eine Bluse oder ein T-Shirt sieht ja mal mega cool aus, hier mit dem Frankenstein-Muster. Die Kamera jetzt auch noch fokussieren würde, dann könntet ihr es genau sehen. Ah, jetzt geht's. Bei den anderen beiden ist die Uniform relativ klassisch, würde ich mal sagen. Also da gibt es eigentlich keine großen Überraschungen. Also ich habe mir jetzt mal das zusammengebaut. Der Vergnügungspark ist hier wieder mal von Geistern besessen. Und zwar hat es hier wieder mal die Mitarbeiter erwischt. Aber dieses Mal schon schwer. Ganz schön gravierend. Also wenn ihr euch das anseht, natürlich haben beide wieder einen Geisterkopf bekommen. Und auch diese Hände sind natürlich was anderes. Aber so ein Zwischenstück zwischen dem Oberkörper und dem Unterkörper, wie es bei dem großen Clown hier dargestellt ist, das habe ich noch nie gesehen. Nein, also das ist ja mal wirklich ein cooles Teil. Und extrem cool finde ich, weil wir das letzte Mal, oder ich das letzte Mal gesagt habe, dass ja diese Köpfe immer sehr ähnlich sind. Hier sieht man speziell bei dem großen Clown, dass da wirklich darauf geachtet wurde, dass das Gesicht noch immer eine Art Clown-Gesicht ist. Also du hast das auch richtig angebracht jetzt. Obwohl es vergeistert ist. Auf jeden Fall coole Sache.
Sehr. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben zuerst noch nicht erwähnt, das ist ungefähr ein 50-Euro-Set, Listenpreis ja. 49,99 €. Man bekommt es, wenn man ein bisschen im Internet sich schlau macht, ein wenig günstiger. Genau. Aber es sind auf jeden Fall mal 5 Figuren dabei, was ja. ganz gut ist. Was ja. ist das noch hier, was du hier in der Hand hältst? Ich glaube, das könnte man noch so platzieren, beziehungsweise ihnen extra noch in die Hände drücken. Oder vielleicht kann man den Vergnügungspark hier auch noch irgendwie ein bisschen mehr verspuken. Keine Ahnung, was man damit noch alles machen kann. Das ginge sicher auch als Halskrause durch. Ich glaube, da kann man recht kann schon kreativ sein. So, nun ein kurzer Blick auf die Hauptattraktion dieses Sets. Die Hauptattraktion sind eigentlich, um genau zu sein, 2 Attraktionen oder sogar 3. Wobei die dritte habe ich erst selbst beim Aufbauen mitbekommen, dass die, das ist so mehr oder weniger mein persönliches Hidden Feature, dieses Hidden Side Sets. Und zwar, ja, es ist eigentlich ein relativ großes Set, aber viel umbaute Luft. Wenn ihr seht, wir haben hier diese Achterbahngleise, nicht mal ein Halbkreis, sondern nur ein Viertelkreis ist hier verbaut. Also es ist relativ sparsam. Wir haben auch gesagt, dass wir diese Achterbahnschiene vielleicht noch etwas erweitern werden. Genau, dazu kommen wir dann aber gleich noch. Mhm. Und also wir haben, fangen wir mal mit dem an, was man auch als erstes baut. Wir haben hier so einen Turm, auf den sich erstens mal eine Figur setzen kann, hier unten bei diesem Wägelchen. Genau. Das ist also ein bisschen schwierig, hier, weil er die Kapuze aufhat. Das genau, ist mir nämlich mit der schon Kapuze geht das nicht ganz so gut. Ja. Also wir haben hier als erstes mal so einen eigentlich mittlerweile sehr klassischen Achterbahnwagen, der aber verkehrt rum montiert ist. Also er fährt nicht in der horizontalen, sondern er fährt hier dieses dunkelblaue Gleisstück genau. hinauf. Und der Trick... gesagt, es ist eine Mischung aus Hau den Lukas und, wie sagt man, diesen freien Ja, diesen Freefall Tower genau. vielleicht, genau. genau. Also wir haben jetzt hier Jack, der darin Platz genommen hat und dann gibt es jetzt hier so einen Drehmechanismus. Genau. Wir haben das Set jetzt mal auf den Boden gestellt, wenn du das mal demonstrierst. Sonst geht es eher schlecht. Und mit Schwung... Genau. Also wenn man, das ist uns schon ein paar Mal Schwung. Passiert leider... Wenn man hier drauf drückt, dann sollte dieser Wagen hier nach oben flitzen. Okay, leider funktioniert aber irgendwas hier mit dieser Halterung nicht, denn der Wagen, der ist anscheinend nicht für Loopings ausgelegt. Probier es nochmal. Etwas vorsichtiger. Genau, jetzt hat es mehr oder weniger funktioniert. Ich hoffe, ihr habt das sehen können. Und zwar fährt der Wagen hier hinauf, betätigt hier so eine Art Schalter und es ist zuerst schon unabsichtlich passiert, genau. aus diesem Clown hier, der übrigens sehr cool designt ist mit Hut und auch diesen Herzstücken als Hahn, ich zeige euch den nochmal im Detail. Also der ist wirklich sehr cool gemacht und nämlich auch auf der Hinterseite, wenn ihr schaut, diese rosafarbenen Herzteile sind seine Haare. Und wenn Jack hier weit genug nach oben springt, also wenn Rita ein bisschen fester gedrückt hätte, dann hätte man automatisch diese Vergeisterungsvariante dieses Clowns gesehen. Also das ist so mehr oder weniger das Hauptfeature, was hier in der Hidden Side so passiert. Finde ich sehr cool. Also mir gefällt das wahnsinnig gut. Das einzige Problem ist eben, dass ich, ja, dass es schon öfter passiert ist, dass dieser... Der Wagen entgleist ziemlich leicht. Also ja. da müsste man, vielleicht kann man irgendwie diese Schiene noch ein bisschen weiter zusammendrücken. Wir haben hier genau. ganz klassisch dieses Drehrad, wo man eben diese Levels anwählen kann. Und auf der anderen Seite hier so ein Modul. Ich glaube, das ist auch beim späteren Spielverlauf wichtig, dass man hier diese Farbcodes hier einlesen lassen kann vom Handy. Genau. Okay. Und dann kommen wir eben noch zur zweiten Fahrmöglichkeit, würde ich sagen. Setzen wir ihn mal hier rein. Also Jack ist heute ganz auf der Abenteurerseite unterwegs. Er kann nicht genug bekommen von dem Vergnügungspark hier. Schaut so aus. Gut, diese Fahrmöglichkeit zeigen wir es mal zuerst von vorne vielleicht. Startet eben ganz rechts und endet dann hier. Genau, also hier auch diese Achterbahngleise in dunkelrot. Ich glaube, das haben wir bis jetzt auch noch nicht gehabt. Generell ist das Set cool mit den Farben.
viel dunkelrot, viel dunkelbeige, dunkelblau, das gefällt uns sehr gut. Mhm. Wir haben hier so ein tolles Schild mit einer Neonbeleuchtung. Und wenn man dann eben hier drauf drückt, ups, jetzt ist er zu weit vorne, natürlich wenn das in der Luft steht, ist das ein bisschen schwieriger, dann fährt er eben bis zum Schluss und am Schluss sehen wir, ist eine Art Tor mit zwei Händen, welches sich öffnet. Wir probieren es jetzt nochmal, dass ihr es sehen könnt. Natürlich, wenn man es schief hält, geht es gar nicht, aber dann gehen hier diese Patschhändchen auf und ihr könnt unseren Kollegen Jack wieder sehen. Genau. Was sagst du dazu zu diesem Feature? Es ist auf jeden Fall ein Set mit vielen Play-Features, was mir sehr gut gefällt. Finde ich cool. Mir gefällt es wirklich gut und mir gefällt es auch, dass zwei Fahrgeschäfte sind, was ich mir nicht erwartet hätte, weil ich dachte mir, dass das irgendwie zusammenhängt. Das Einzige, was mich eben ein bisschen stört, ist, dass es kein richtiger Kreis ist, keine richtige Achterbahn ist. Da verstehe ich dich voll und ganz und das ist auch der Grund, warum wir beschlossen haben, hier diese Achterbahn noch ein bisschen größer zu bauen, denn so ist das schon sehr spärlich alles. Aber da könnt ihr auch sehr gern dabei sein, denn wir werden uns da mal ein bisschen versuchen, das so gut wie möglich zu machen und werden euch dann natürlich unser Resultat präsentieren und vielleicht wird es ja wirklich eine ganz coole Variante, die man dann auch nachbauen kann. Wir haben uns dafür extra noch so ein Achterbahn-Set, diese Piratenachterbahn, glaube ich, heißt sie, bestellt, damit wir eben ein paar Teile haben, ein paar Gleise haben. Wir werden sehen, was es wird. Genau, also unser erster Vorschlag war, dass wir das Set einfach nochmal kaufen, wobei hier ist nur eine einzige Kurve drin und dann hätten wir somit einen Halbkreis. Jetzt haben wir gesagt, dann müsste man eigentlich die Kurven noch extra dazu kaufen oder wir kaufen oder vier von diesen Sets. Das wäre ein bisschen. Das haben wir aber dann als doch etwas unnütz befunden und deswegen haben wir gesagt, wir machen es so. Übrigens hat auch Jacks zweites Wägelchen hier ein kleines Vergeisterungsfeature und wenn ihr genau hinschaut, hier dieses Monster hier kann diese Zähne, ich weiß nicht, fletschen oder was auch immer. Man sieht dann sogar diese Zunge hier. Das heißt, jetzt ist sein Geisterwaggon auch im Geistermodus. Und eben, ich finde das ja an sich eine echt coole Idee, aber eben allein, dass das nur so eine kleine Spur ist und nur ein Wagen hier fährt, das gehört ein bisschen erweitert meines Erachtens nach. Und deswegen machen wir das mal. Wir sind schon gespannt, wie es dann wirklich wird und auch, wie es euch gefällt dann. Genau, das sehen wir genauso. Hier übrigens jetzt nochmal kurz im Detail die dritte Attraktion. Oder was heißt hier Attraktion? Attraktion ist es eigentlich keine. Und zwar gibt es hier noch einen kleinen, ich glaube, das ist ein Eiscreme-Laden, der hier auch noch mit dabei ist in diesen Hell-Lavendel-Wandteilen. Und auch mit Stickern. Hier steht drauf, dass man hier die Tickets kaufen kann. Hier ganz cool, ich weiß nicht, wenn die Kamera drauf fokussieren würde, dieser Clown hier, der hat diese Pflanzenteile als Haare. Das sieht auch ganz nett aus. Und drin ist eine Eiscrememaschine und auch noch ein Fernsehbildschirm, also wahrscheinlich zum Überwachen dieses ganzen Areals, eine Überwachungskamera. Ja, und von hinten sieht es eigentlich relativ basic aus, also man sieht hier auf alle Bauteile direkt drauf, hier ist nichts verkleidet, hier ist nichts irgendwie rund gemacht, das ist alles sehr offen. Also ich würde sagen, wobei mich das nicht unbedingt stören würde, aber eben, dass es doch nicht ganz vollständig ist. Übrigens ein kleines Feature, das du nicht erwähnt hast, was ich aber extrem nett finde, ist in dem Eis. Jetzt bin ich aber gespannt. In dem Eiscreme-Laden gibt es eine Art Eismaschine, wo eben... Ah, das meinst du, ja? Ich hole sie mal raus, dann können wir uns das noch gemeinsam ansehen. Hier wird das Eis heruntergelassen und wenn man sich das genau anschaut, steht hier nicht Ice Cream, sondern Ice Cream. Eine bedruckte 2x2 Fliese in Weiß. Leider nicht bedruckt. Ah, nicht bedruckt, genau. Nein. Das müssen wir auch noch sagen. Ich glaube, bei Hidden Side ist gar nichts bedruckt. Es sind alles Aufkleber. Bedruckt wäre schön,
Aber ich finde es trotzdem einfach eine coole Idee, dass wir bei einem Hidden Side, also bei einem doch sehr spukigen Set, eine Eye Scream haben. Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Ja, definitiv. Das hat mir sehr gefallen. Wir ersparen uns übrigens an dieser Stelle, dass wir euch nochmal die App zeigen. Ja. Und zwar aus dem Grund, da es wieder genau dasselbe Spielprinzip ist wie auch bei den anderen Sets. Also wenn euch die App interessiert, dann klickt auf eines unserer anderen Videos, die wir von den Hidden Side Sets gemacht haben. Ich glaube, die U-Bahn-Station und der Leuchtturm, genau, da könnt ihr kurze Szenen von dieser App, von dieser fabelhaften AR-App euch ansehen. Wir wollten euch hier jetzt einfach nur mal das Set als solches zeigen. Es wird sicher einen sehr netten Platz in unserem Vergnügungspark bekommen, der ja immer größer wird. Und wir werden euch auch auf dem Laufenden halten, wie es hier mit dem Anbau dieser Achterbahn vonstatten geht. Genau. Also ich glaube, diesen Turm werden wir gleich lassen, aber hier diese Gleise, die werden vielleicht noch die ein oder andere Schlinge machen. Und falls ihr vielleicht auch schon versucht habt, das umzubauen und eine super Idee dazu habt, sind wir natürlich auch offen für alle möglichen Einfälle. Genau, also nur her mit euren Ideen. Vielleicht habt ihr das ja schon ein bisschen umgebaut. Genau. Wir interessieren uns natürlich auch dafür, was ihr generell von diesen neuen Hidden Side Sets haltet. Ob sie euch genauso gut gefallen wie uns. Also wir haben uns jetzt eigentlich relativ wenig klassische City-Sets gekauft, da wir da schon ziemlich viel haben. Ein paar Sachen kommen noch, aber diese Dinge sind hier sehr, sehr nett. Und auch der Aufbau hat wirklich Spaß gemacht. Relativ einfach, auch von der Bedienungsanleitung hier keine großen Herausforderungen, aber dennoch sehr spaßig. Auf jeden Fall. Und eben dadurch, dass man gleich damit spielen kann, ist es. Ich finde das echt ein nettes Set. Es wird noch ausgebaut, dann wird es perfekt. Ich glaube, dann wird es einer meiner Lieblingssets in unserer Stadt werden. Vielleicht wird es ja unser Lieblingsset des Jahres 2020. Wer weiß das so genau. Es kommen ja noch einige coole Sets auf den Markt, was wir so gesehen haben und auch was wir hoffen. Und bis dahin kann ja dieses Set hier mal einen Ehrenplatz in unserer Favoritenliste eingenommen haben. Mitsamt den Dotspendern natürlich, die hier auch dazugehören, die wir tagtäglich ausführen. Hat uns sehr gefreut, dass ihr dabei wart bei unserem neuen Video hier über den Geisterjahrmarkt der Lego Hidden Side Serie. Es kommen bestimmt noch die ein oder anderen Videos. Seid wieder dabei, wenn ihr Lust habt, uns einzuschalten. Genau. Es kommen sicher auch wieder Nicht-Hidden Side Videos. Also falls ihr sagt, das ist gar nicht eures, es kommen sicher auch wieder andere. Verstehen wir natürlich auch. Aber derzeit geht es wirklich rund bei Hidden Side. Genau. Es war auf jeden Fall wieder mal sehr lustig mit euch. Wir hoffen, ihr schaltet wieder mal ein und wir sehen uns bald wieder hoffentlich. Baut was Schönes und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.